Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Barbecue-Bären. Ich habe ein neues Grillthermometer und zwar das Inkbird IBT6X. Das werden wir jetzt mal auspacken und uns genau angucken. Den Pappschuber hier, den habe ich schon mal abgenommen, aber jetzt gucken wir rein, was alles dabei ist. Zum Lieferumfang von dem Gerät gehört, da haben wir hier als erstes mal eine Garantiekarte, dann natürlich eine Bedienungsanleitung. Die ist, so wie ich jetzt sehen kann, auf Englisch, nicht auf Deutsch. Dann als nächstes habe ich hier zwei Rostklemmen, wo wir unsere Temperaturfühler auf dem Rost befestigen können für die Garraumtemperatur. Dann sind dabei vier Temperaturfühler, also Proben, vier Stück. Und natürlich das Gerät an sich selber. Das ist alles, was ihr, wenn ihr euch das Gerät kaufen würdet, geliefert bekommt. Als erstes jetzt schauen wir uns mal unsere Temperaturfühler genau an. Da haben wir hier einmal eine Kabellänge von 1,20 m. Also jetzt von hier bis zum Steckerende. Dann ist an dem Fühler selber hier unten so, ich nenne es mal Griff dran, wo man richtig schön packen kann, um das ins Fleisch zu schieben beziehungsweise hinterher mit einer Zange vernünftig greifen kann, um es wieder rauszuziehen. Hier vorne an der Spitze sind solche Schutzkappen drauf, dass man sich halt nicht verletzt, weil das hier vorne doch recht spitz ist und es ist auch dünner als, also zum Reinschieben dünner als der Fühler selber. Als Vergleich habe ich jetzt nochmal hier von meinem alten Thermometer und Fühler. Das Kabel, das ist erstmal 40 cm kürzer. Dann haben wir hier, ist das halt verpresst, wo man schlecht halt packen kann, wo man dann halt immer halt die Angst hat, wenn man mit der Zange zieht, da reißt man das Kabel kaputt oder sonst was. Das haben wir hier vielleicht jetzt nicht. Dann an sich vorne die Spitze, die ist halt nicht so dick wie bei diesem hier. Also vorne haben wir sowieso erstmal verjüngt und es ist im Ganzen dünner, man hat nicht so große Löcher im Fleisch. Also das finde ich schon mal recht positiv an dem Gerät. Ich denke mal, die Rostklemmen, die muss ich normal keinem mehr erklären. Sollten die meisten wissen, wie es funktioniert. Ich mache es aber trotzdem. Also wie gesagt, einmal haben wir die Rostklemme, wo wir unser Temperaturfühler reinstecken können. Dann nehmen wir das Ganze, befestigen das so auf dem Rost zwischen den Roststreben, sage ich mal. Und dann haben wir, zum Beispiel können wir damit jetzt die Garraumtemperatur schön überwachen. Jetzt zum Gerät selber. Da haben wir hier einmal so eine, ja, so ein Halter, sage ich mal, wo das Gerät selber drinnen liegt. Also es ist sehr rutschfest, ist jetzt natürlich nicht magnetisch irgendwie, dass man das irgendwo anhaften kann oder sonstiges. Also man muss immer noch gucken, wo stellt man es hin. Aber ich sage mal, bei einer Kabellänge von 1,20 m sollte das irgendwo kein Problem sein. Dann das Gerät selber. Es wird betrieben mit zwei 3xA-Batterien. Die sind natürlich nicht im Lieferumfang enthalten. Die muss man sich nochmal extra dazu kaufen. Dann an sich das Gerät, wie gesagt, kommt jetzt so hier rein. Ihr habt gehört, es piept schon, es geht an. Es wird jetzt, sage ich mal, noch nichts anzeigen, weil ich habe noch keine Fühler dran. Die werde ich jetzt mal anschließen. An das Gerät selber können jetzt 6 Proben angeschlossen werden. Da haben wir hier 1, 2, 3, 4 und hier oben 5, 6. Das ist also schön durchnummeriert. Das heißt, wir werden jetzt mal die erste reinstecken. Man muss richtig feste drücken, bis klack, bis sie eingerastet sind. Und man sieht, schwupp, schon zeigen sie an. Also einmal die 2 und 1, gucken, ob sie gleich anzeigen. Ja, 1 Grad Unterschied. Ich denke mal, weil bei dem einen hier noch das Gummi drauf ist. Werden sie mal so hier hinlegen, nebeneinander. Gucken, ob sie sich einpendeln. So, jetzt seht ihr, beide zeigen schon mal dasselbe an. Als nächstes werden wir uns jetzt mal die App dafür runterladen. Die geht sowohl für iOS als auch Android. Dazu gehen wir erstmal in unseren App Store, dann geben wir ein Barbecue Go und dann sollte sie eigentlich auch schon auftauchen. Da ist sie, die App, die laden wir uns jetzt runter. Für Faule ist natürlich hier auch dieser QR-Code dabei, abfotografieren und schon könnt ihr die App so laden. Die App habe ich jetzt geladen, ist auch an. Dazu schalten wir erstmal wieder unser Inkbird ein, Knopf drücken, dann springt es an.
Dann gehen wir hier weiter und jetzt sucht er das Gerät, hat es auch schon gefunden und ihr seht, es ist aktiviert und verbunden. Das seht ihr auch daran, dass hier am Gerät jetzt das Bluetooth-Zeichen aufleuchtet. Ich hoffe, man kann es sehen. Da. Hier seht ihr jetzt die Fühler, 1, 2, 3, wenn wir hochschieben, die 4. Ne? Jetzt zeigt er natürlich 90 Grad an, aber es ist Fahrenheit. Das heißt, wir gehen dann hier oben auf unser Gerät. Dann können wir hier wechseln zwischen Grad und Fahrenheit. Das stellt dann hier um und am Gerät auch. Seht ihr, jetzt hat es hier umgestellt. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich halte es mal so ins Bild und stelle mal um auf Fahrenheit zum Beispiel. Zack, springt er um. So, dann habt ihr hier noch andere 1000 Einstellmöglichkeiten, Alarmintervall zum Beispiel alle 10 Minuten oder könnt ihr auch kleiner machen bis 5 Minuten. So, dann als nächstes, ob ihr einen Klingelton haben wollt, was halt in eurem Gerät gespeichert ist oder halt nur die Vibration. So, dann haben wir hier die Fühler, da habt ihr einen Timer. Dann haben wir hier gewünschte Temperatureinstellungen. Hier habt ihr die ganzen Vorgabewerte für Rindfleisch, Kalb, Schweinefleisch, Hähnchen, alles was es gibt. Genau, Sondenfarbe. Das heißt, ihr habt dann hier eure Sonden, alle 6 Stück, die das Gerät kann. Und jeder Sonde könnt ihr eine Farbe zuordnen. Das heißt, bei Pulled Pork, Schweinenacken 1, 2, 3, 4, dann wisst ihr, welche Farben er hat und wo der Licht, ob unten oder oben auf dem Rost, das wisst ihr ja dann. Oder nur die Garraumtemperatursonde machen wir grün. Also das könnt ihr auch super einstellen. Das gefällt mir auch richtig gut. Und um nochmal zu diesen Temperatureinstellungen von den Sonden zu kommen, es ist ja wie gesagt einiges voreingestellt. Wie gesagt, Schweinefleisch, alles habe ich euch gezeigt. Und was ich noch toll finde, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, hier unten Plus, ihr möchtet noch eine dazugeben und dann habt ihr, könnt ihr dem, also der Sonde sogar einen eigenen Namen geben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Garraum, und dann wisst ihr, welche das ist auf der App. Temperatur, höchste, sage ich mal, geben wir jetzt mal 130 ein. Und niedrigste machen wir 100. Dann habt ihr diesen Raum, wo halt die Garraumtemperatur halt schwanken soll. Ja, wenn ich jetzt hier drauf gehe, habt ihr dann hier, könnt ihr das auch nochmal verstellen. Also das finde ich auch super an der App. So, kommen wir zum ersten Fazit von dem Gerät. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Also es ist ein richtig tolles Gerät. Allein hier diese Haptik, das fühlt sich sehr wertig an mit dem Halter und das Gerät selber. Dann diese Einstellmöglichkeiten, die man halt nur über die App hat, hier am Gerät angeschaltet, mit Bluetooth verbunden in der App, ist man fertig. Dann die Fühler, die gefallen mir halt sehr gut, wie ich eben schon erwähnt habe, halt durch die Spitze und durch die Griffe hier unten. Und dass das Gerät halt 6 Fühler anschließen kann. Ob man irgendwann mal so viele braucht, das sei dahingestellt, aber haben es besser statt brauchen. Dann als nächstes, in der Preiskategorie ist das also wirklich super. Also kann ich nicht anders sagen. Das Gerät, das gibt es auch mit 6 Fühlern. Das ist dann so eine Preiskategorie von 50 bis 70 Euro, je nachdem, was für einen Anbieter man nimmt und was für einen Ausstattungspunkt an Fühlern. Ich habe jetzt nur die 4, aber die, denke ich, werden erstmal reichen. Und wenn nicht, muss ich halt nochmal 2 nachkaufen. Aber das ist, denke ich mal, das geringste Problem. Das ganze Gerät funktioniert über Bluetooth, also Handy an, Bluetooth an, mit Bluetooth gekoppelt, funktioniert darum, also kein WLAN, kein nix, also es ist ein reines Bluetooth-Gerät. Hat eine Reichweite laut Angaben hier von 50 Metern. Hört sich wenig an, aber ich bin eben mit dem iPad mal durch die Bude stolziert, wo ich hier etliche dicke Wände zwischen habe, also ich hatte keinen Verbindungsabbruch. Gut, zeigen wird sich das erst im vollen Einsatz, wenn man es wirklich laufen hat, aber dann ist es trotzdem auch nicht so weit. Um mich jetzt hier hinstellen, sage ich mal, das Gerät hier hinstellen und eine Straße hochlaufen auf, kann ich machen. Dann wissen wir es ganz genau, aber ich denke mal, das wird schon stimmen. Ist auch schon in anderen Videos, glaube ich, so gezeigt worden. Also so fürs Erste in der Preiskategorie ist das ein super tolles Gerät. Wen es jetzt interessiert, wie, wo es das gibt, ich mache wie immer unten in meine Infobox eine Beschreibung zu dem Gerät, beziehungsweise auch den Link, wo man es kaufen kann. Und dann soll es das von dieser Produktvorstellung auch schon wieder gewesen sein. Einsatz komme ich dann hin und wieder nochmal darauf zu sprechen, wie es sich gegeben hat und alles. Aber wie gesagt, vom ersten Eindruck her, super Gerät.
Und sollte euch das Video wiederum gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar und über ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Michael. Ciao.